Servus Leute, heute zeige ich euch, wie ihr nach einer spritzigen E-Bike-Tour wie ich heute euer E-Bike richtig putzt und wieder auf Vordermann bringt. Als erstes müsst ihr das E-Bike richtig abstellen. Bitte nicht auf den Kopf stellen, auch wenn es stabiler steht. Die Elektronik ist nämlich so gebaut, dass die Wasserfestigkeit gegeben ist, wenn das Wasser nach unten abrinnt. Bei den meisten E-Bikes kann man den Akku zum Reinigen drauflassen. Aber zur Sicherheit bitte trotzdem in der Bedienungsanleitung nachlesen. Und dann können wir schon loslegen. Ich verwende zum Reinigen einen Bike-Reiniger, den man anschließend mit Wasser abwäscht. Zuerst muss man alle Stellen gut einsprühen und dann ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Für die Ketten nehme ich einen eigenen Kettenreiniger. Er eignet sich perfekt, die Ketten und Zahnräder wieder sauber zu kriegen. Anschließend alles gut mit Wasser abspritzen. Wichtig dabei ist, nicht zu nahe an die Elektronik und Motor zu kommen und mit dosiertem Druck zu arbeiten. Nachher trockne ich immer mit einem Tuch den Akku, die Elektronik und so weiter ab und lasse das E-Bike ein wenig zum Abtropfen stehen. Für die Reinigung zwischendurch eignet sich so ein Trockenreiniger perfekt. Auch solche Reinigungstücher sind für unterwegs ganz praktisch. Und weiter geht's mit dem Ölen und Schmieren. Dafür verwende ich einen Kettenspray. Wichtig dabei ist ein Tuch drunter heben, damit nichts auf die Bremse geht. Was ich auch gern alternativ verwende, ist so ein Kettenöl aus der Tube. Zum Schluss gebe dem E-Bike mit einem Bike-Sprühwachs den Feinschliff. Es schützt und lässt das E-Bike wieder richtig glänzen. So, das war's von uns, wie man am besten ein E-Bike putzt. Zum Schluss am besten noch eine kleine Runde fahren, damit die Gänge geölt werden. Und ich fahre jetzt da, weil es mittlerweile wieder schifft. Servus!